Moin meine Freunde, das mag ich und willkommen zurück zum nächsten Part von Pokémon der Roten Edition. Wir wollen den fünften Orden haben hier in Fuxania City. Hey, warte, du Champion. Die Arena von Fuxania City ist voller unsichtbarer Mauern. Du kannst Koga sehen, ihn aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Ein Labyrinth in Unsichtbares? Aber ich sehe doch die Mauern. Ja. Ich sehe sie doch. Okay. Wir werden sehen, was hier abgeht. Traumato. Los, Glurak. Im letzten Part hat sich unser Text zum Glurak entwickelt. Sehr geil auf jeden Fall. Wow. Macht das wenig Damage. Es ist Schlitzer. Okay, Ultramauto zurück. Kadabra. Ja, wir versuchen es einfach mal ein bisschen variieren. Die sind voll stark vor allem. Alter, wieso haben die so krasse Pokémon? Lol. Die sind fast so stark wie wir. Glurak erreicht Level 37. So, Kadabra kommt zurück. Wir machen auch easy. Einfach mal fertig hier, ne? Zack. Fertig gemacht. 1000 EP nochmal. Glurak. Easy. Aber wir müssen natürlich achten darauf, dass wir alle hier aufleveln. Vor allem Relaxo muss halt Level bekommen. Der wird natürlich schwierig, sehr schwer haben hier in der Arena, aber wir müssen probieren. Wir müssen es probieren, ihn aufzuleveln. Im schlimmsten Fall wechseln wir ihn halt aus. Okay, aber ein Pokémon sollte er wohl besiegen können. Ist nur ein Hypno. Der könnte natürlich nervig sein, aber guck mal, der ist fast Level 40. Das ist natürlich richtig krass. Ach, und der hat keine AP. Ja, dann können wir es auch direkt wieder vergessen. Garados. Waren wir nicht im Pokémon Center? Och man ey. Psychokinese, das ist fies. Was aber nicht fies ist, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst, dann würde ich mich super darüber freuen, vor allem wenn ihr die Glocke aktiviert, wäre das wichtig, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und Garados ist down. Oder nicht? Ich brauch's nicht probieren, Garados wird's halt nicht überleben. Also, macht es auf jeden Fall mal, den Like-Button zu drücken, schade nicht. Giftwolke, okay. Boah, krass, ey. Ich habe irgendwie schon fast das Gefühl, dass wir andere Levels sind, ey. Oh mein Gott. Das ist schon heftig. Das ist echt heftig, ey. Wie stark die sind. Gut, wir müssen mal gucken, was wir machen jetzt. Boah, weil das ist wirklich heftig. Habe ich nicht mit gerechnet, ey. Mit so einer krassen Gegenwehr hier. Die dürfen jetzt nicht so stark sein, ja, geht. Glurak. Das ist echt heftig, Bruder. Oder findet ihr nicht? Alter, die Giftwolke, ne? So, wir machen die einfach auch hier. Die ist einfach zerstören. Machen weiter mit der Schneider mal ein bisschen weiter hier.
Die wechseln auch viel. Und machen da unten. Ja, perfekt. So soll er doch laufen, ja. Aber letztes Mal auch ganz schnell hier durch. Kein Problem. Den zerschlitzern wir hier mal. Und er ist auch schon weg. Vom Fenster. Komm her. Der Einsatz der Pokémon ist eine sehr alte Tradition. Also bei Naruto haben die das nie gemacht. Da habe ich irgendwie was übersehen. Ah, Bock. Was haben wir da denn im Angebot? Ja, nee. Wir müssen schon Glurak nehmen. Es wird sein, dass bald ein Vlog online kommt. Bald. Ich weiß nicht, ob er kommt, weil ich nicht weiß, ob ich ihn aufnehmen werde. Aber wenn, werde ich ihn heute aufnehmen. Also wir werden heute aufnehmen, also ich aufgewacht bin heute, weil es ist schon nach 0 Uhr, also heute ist es schon heute, aber ich gehe jetzt gleich schlafen. Wenn ich aufgewacht bin, nehme ich ihn dann eventuell auf, hängt davon ab, man weiß es nicht. Glurak erreicht Level 38, damit ist er auch langsam schon auf dem richtigen Weg. Für Level 40, genau wo Razaf wartet auf alle anderen. Sandama? Was macht der denn hier? Boah, okay. Das ist eine harte Arena, Alter. Also, ach ja, wir sind eh schon so hoch gelevelt, ne? Weil wir hatten ja mit sonst keinen Trainern irgendwie Probleme, ne? Ja, moin, trifft nicht. Down. Elektri, mach es fertig. Dieses Sandama. Du kannst das. Aber kriegst auch noch fertig. Trotz des Gifts solltest du das fertig bekommen mit Schaufler. Oh, Level 38 für die Tri, perfekt. So, wir werden das erste Item einsetzen müssen. Den ersten Beleber. Wo? Leute, wir haben doch Sachen gekauft, oder nicht? Hä? Wo sind unsere Tränke, die wir gekauft haben? Wir haben doch jetzt ein paar Sachen gekauft, oder nicht? Also, Leber und sowas. Dann haben wir vor der Arena aufgehört. Wir haben hier aufgehört, das weiß ich noch. Ich habe ja, als ich das Spiel angemacht habe eben, stand ich auch hier, als ich gespeichert habe, ich aber... Ich bin äußerst verwirrt. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo unsere Sachen sind. Wie blöd oder so? Hä?
Leute, ich hab doch Sachen gekauft, oder nicht? Ich hab grad echt ein bisschen Angst. Was ist das denn? Also nicht das, das ist ein Sandama, das weiß ich. Ramm ihm deinen Kopf ins Gesicht, dem komischen Sandmann. Aua. Also ein armes Relaxo, Alter. Ja, genau. Bruder, beruhig dich mal. Ja, tschüss. Ja, was ist das denn? Aber wir haben keine Tränke und sowas, ne? Hä? Das kann gar nicht sein, wir haben uns doch gekauft im letzten Part. Für total viel Geld. Als ob der Scheiß aber weg ist oder so. Kann ja nicht sein. Oh Mann, ey. So, ist das der letzte Trainer vom Leiter oder kommt da noch was? Traumato. Ja, du Traumato, guck mal, jetzt gleich mal ein Trauma bekommst hier. Ich hau dir meine Drachenhut ins Gesicht. Friss. Oder stirb. Hast du auch mich zu vergiften? Ich hab das hackt. Blubstrahl, mach ihn nass. Bäm. Was? Biss? Auch nicht wirklich. Was denn sonst? Oh, nur Blubstrahl, okay. Nochmal Biss. Als ob. Cheater. Der den Hack an. Also gerade das kein Level aussteigt. Hör mal auf. Das Traumatische ist kein Problem mehr so, ne? Aber. Aber trotzdem ist es nervig gerade. Also es reicht gerade das Level 36, das ist schön. Ja, wir haben alles, okay. Hahaha, ein Kind fordert einen Ninja aus zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinem Schlaf und Giftattacken solltest du verzweifeln. Shidenchen no Jutsu. Oder was hier? Ein richtig Naruto-Style? Sichern. Pff, Smogon. 37? Ich hab nichts gesagt. Bruder, irgendwas los. Als ob der Level. Alter. Was ist das schlechteste Pokémon von dem Level 45 oder was? Erzähl mir doch nichts. Warum zumindest. Nächste Woche musst du fertig machen hier. Mach's fertig. Ja. Wichtig. Schleim. Ok, ok. Mok, mok. Komils. Auch genannt rückwärts. 39. Ist das stärkste von ihm oder kommt da noch mehr? Schlammbart, nein. Na, Gold Grip. Gyarados. Okay, Dingtree sollte da ganz gut aufgehoben sein, durch halt, durch, wie heißt das hier? Schaufler, Aufler. Ja, X-Angriff, klar. Wir treiben noch mehr. Nö, nee, bleiben wir Dickdrehen erstmal, denke ich.
Nochmal Schaufler. Ja, ich glaube, das ist ein schlechtes Pokémon, okay. Ich bin ja doch wieder ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, das ist ein schlechtes Pokémon, hat das schon so Level 42 oder so. Aber wenn es dann jetzt doch nur, in Anführungszeichen, Level 39 ist, dann ist das schon ein bisschen kritisch. Da kommt da jetzt nochmal was. Smog. Oh, 43, okay, dann ist doch alles in Ordnung. Aber es hat auch kein Problem, natürlich, ne? Okay, jetzt bringt sie eh selber um, setzt einfach Finale ein. Dixie wird nicht getroffen, weil er unter der Erde ist. Läuft. Na sowas, ein bisschen würdige Kämpfe. Ich reiche dir den Seelenorden. Easy. Nun, da du Träger des Seelenorden bist, hört die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfern auch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk. TM6. Toxin. Keine Attacke, die wir nicht wirklich brauchen, aber schön sie zu haben. Vielleicht brauchen wir sie dann doch. Irgendwann mal. Nur ich weiß halt nicht, wie wir sie beibringen sollen, weil die kann wahrscheinlich eh niemand lernen. Zack, einmal hier rein. Kann man eigentlich? Ich will mal nachgucken, vielleicht kann das ja irgendjemand lernen. Ich würde sie Relaxo beibringen, weil Relaxo hat eh noch keine Attacke, ne? Man hat jetzt irgendwas. Und außer Kopfnuss. Und jetzt gehen wir zusammen nochmal in den Pokémon-Supermarkt, weil ich finde das irgendwie echt verstörend, dass es nicht da ist, mein Zeug. Was ist das für ein Betrug? Markt ist da. Was haben die eine verwirrende Stadt hier? Unglaublich. Ich verstehe es nicht, was ist das hier für ein Betrug? So. Hä, vor allem die Hyperbälle haben wir doch noch. So, 7000 sind das. Das sind dann nochmal 22.000 sind das dann. Ach, weil ich keine Items mehr tragen kann oder wodurch kam. Das ist natürlich auch so, dass wir die ganzen Sachen gar nicht gekauft haben. Weil wir keine Items mehr tragen können. Deswegen haben wir nur die Pokébälle, die Hyperbälle und den Rest nicht mehr. Ah, so. Ich verstehe. Wir haben noch die jetzt schon seit Ewigkeiten, die Nuggets. Können wir für 10.000 verkaufen hier ganz ohne Problem. Der hatte gerade eine Fliege im Mund. Kennt ihr das? Diese, also, wenn das Fenster offen ist, dann ist halt Licht im Zimmer, dann kommen diese kleinen Viecher, so die ganz mini kleinen Fliegen, die Eintagsfliegen oder sind diese ganzen Mini-Dinger. So, war gerade eben auf meinem Bildschirm und saß hier auf meiner Zunge. Ganz, ganz komisch. Also, wenn ich halt geredet habe, so, ne? Nur war so plupp. Jetzt ist sie nicht mehr, weil jetzt ist sie tot. Weil sie halt auf meiner Zunge gelandet ist. Dann war sie nass und dann konnte sie mir fliegen, hab sie in die Finger genommen und dann hat sie aus dem Fenster zerdrückt. Also, sie ist nicht so richtig zerdrückt, sondern ein bisschen hergerollt. Zwischen meinen Fingern auszusehen. So, tut mir leid, freue ich nicht. Wir sind jetzt angeklagt, schuldig im Sinne der Anklage. Ich weiß, ich bin Tiermörder. Ich kann keine Hyperheiler mehr tragen, nicht so schlimm. Auf jeden Fall haben wir jetzt 22.000 ausgegeben. 10.000 haben wir zurückbekommen durch die Dinger. Also durch die Dingerbums da, ne? Und dann ist das gut. Und was auch gut ist, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst, die Glocke aktiviert und dann nächsten Part wieder dabei seid, übermorgen, bei Pokémon Rot. Oder eventuell, falls der heute noch online kommt sogar, der kommt dann gegen abends wahrscheinlich oder so, der Vlog
Ich weiß nicht, ob er kommen wird. Falls. Guckt auf jeden Fall an. Aber auch natürlich morgen mal die letzte Folge von Europe Empire, der dritten Staffel. Mit der Schweiz, guckt auch gerne rein. Ich habe euch lieb. Euer Duncan. Bis dann. Und ciao.